Vor Jahrzehnten standen im Hauptbahnhof Zürich immer etwa ein Dutzend Loks für den Wechsel parat. Wenn also ein Schnellzug einfuhr, dann hat man die ursprüngliche Lok, die vorne war, abgehängt und dann hinten, das heißt in der neuen Abfahrtsrichtung, wieder eine neue Lok vorgespannt. Heute kann man beobachten, wie Schnellzüge mit 10, 12 oder sogar bis 15 Wagen einfahren und die Lok befindet sich manchmal an der Spitze oder manchmal am Schluss oder teilweise auch irgendwo zwischen den Wagen. Dies ist möglich, weil man die Pufferteller angepasst hat. Achten Sie mal auf diese Pufferteller, die sind heute viel größer und viele Puffer haben dann noch eine Kunststoff Platte vorne oder eine Abdeckung auf der Platte, sodass eigentlich immer eine Metallplatte gegen eine Kunststoffplatte drückt. Das verringert die Reibung und das ist dann im Schiebebetrieb wichtig wegen den starken Kräften. Nun, was bedeutet eigentlich ziehen und stoßen? In der Umgangssprache sagen wir, das ist eine Zugkraft und das ist eine Stoßkraft. Aber in der Physik wird es eigentlich nie erklärt, was Ziehen und Stoßen heißt. Nun, ich möchte das einmal an einem Bild eben mit einer Lok und einem Wagen erklären. Wir nehmen zuerst einmal das obere Bild, da ist der Wagen vorgestellt und die Lok, die schiebt den Wagen. Nun wähle ich die positive Richtung in Bewegungsrichtung. Und wie in der Systemphysik üblich, argumentiere ich jetzt mal primär mit dem Impuls. Das heißt, der Impuls ist die Grundgröße der Bewegung. Das heißt, ein Körper bewegt sich, wenn er Impuls enthält und er steht still, wenn er keinen Impuls mehr enthält. Nun, was passiert jetzt beim Anfahren? Beim Anfahren pumpt die Lok Impuls aus der Erde durch die Drehbewegung der Räder. Die Energie kommt dann vom Antriebssystem, also hier von der Dampfmaschine oder heute eben vom Elektromotor. Also mit Hilfe der elektrischen Energie wird heute beim Anfahren Impuls aus der Erde gepumpt. Dieser Impuls bleibt dann teilweise in der Lok drin und sorgt dafür, dass sich die Lok bewegt und ein Teil des Impulses geht dann nach vorne in den vorgestellten Wagen. Nun, wenn die Lok vorgespannt ist, also wie bei einem echten Zug kommt ja von ziehen, dann pumpt sie ebenfalls Impuls aus der Erde, nur fließt dieser Impuls jetzt rückwärts in den Wagen weg. Und damit haben wir schon eine Erklärung für Stoßen und Ziehen. Beim Stoßen fließt der Impuls vorwärts und beim Ziehen fließt der Impuls rückwärts bezogen auf die Koordinatenrichtung, die auch das Vorzeichen des Impulses festlegt. Wir können das in diesem Bild eigentlich schön erkennen. Hier geht der Impuls vorwärts und hier geht er rückwärts. Und dass Impuls transportiert werden muss, ist ja klar, weil nachher enthält der Wagen Impuls, sowohl in diesem als auch in diesem Fall. Und dieser Impuls kann nur von der Erde zugeflossen sein, sonst haben wir ja keine andere Möglichkeit, einem Wagen Impuls zuzuführen. Nun, die Leute sind sich gewohnt, mit Kräften zu argumentieren. Ich behaupte nicht, dass man Kräfte nicht brauchen kann, aber man sollte dieses Impulsstrombild im Hintergrund haben, damit man kompetente Kräfte einzeichnen kann. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen, wieder aus der Eisenbahntechnik. Ich habe hier einen sogenannten Rangier- oder Auflaufstoß. Das hier, also rechts, das sei der ursprünglich stehende Wagen, ich nenne den Ambosswagen, und links ist der auflaufende Wagen, den ich jetzt Hammerwagen nenne. Wieder
ist das hier die positive Richtung von links nach rechts. Nun, der Hammerwagen kommt jetzt mit seiner Ladung und enthält ziemlich viel Impuls. Also Impuls misst man in den Einheiten Newton Sekunde, aber hier müsste man Kilonewton Sekunde nehmen. Sobald der Wagen auftrifft, entleert sich dieser Impuls über die Puffer in den anderen Wagen und deshalb setzt sich dieser Wagen in Bewegung. Und ich habe da die Ladungssicherung jetzt vereinfacht. Ich habe hier einfach eine Feder genommen und beim anderen Wagen gegengleich. Nun fließt also der Impuls aus der Ladung, teilweise über diese Feder, die dann auf Zug belastet wird, und teilweise über die Gleithaftreibung, die dann hier zu einer Scherbelastung führt. Der Impuls fließt dann durch das Wagenchassis in den anderen Wagen über und bleibt dann teilweise im Wagen und geht dann teilweise über diese Zugfeder oder wieder über diese Haftgleitreibung in die andere Ladung hinein. Man kann sich das ja wirklich bildlich vorstellen, man muss sich halt mit dem Impuls anfreunden und sagen, der Impuls ist eine Grundgröße der Physik. Und das sagt ja die moderne Physik seit bald 100 Jahren. Also in der modernen Physik gibt es weder Kräfte im Sinne der klassischen Mechanik noch Beschleunigung, sondern man argumentiert dann nur noch mit Impuls, Energie, Drehimpuls und so weiter. Nun, wenn wir uns das jetzt vorstellen, dann können wir sagen, da fließt der Impuls rückwärts und da fließt der Impuls rückwärts. Und in beiden Fällen haben wir Zugbelastung. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man sich diesen Prozess mal bildhaft vorstellt. Man könnte auch ein Experiment machen mit einer Modelleisenbahn. Nun, da wo der Impuls dann vorwärts fließt, da haben wir wieder Druck, vor allem in den Puffer, aber auch in der Wagenstruktur. Dort wo der Impuls quer zu einer Schnittfläche fließt, also der X-Impuls kann also auch in, sagen wir, Z-Richtung fließen, das ist kein Problem. Jede Impulskomponente kann in jede Richtung fließen. Also hier ergibt sich dann Scherbelastung und dort, wo der Impuls über größere Strecken seitwärts fließt, das wäre zum Beispiel hier, da stellt sich Biegung ein. Biegung hat dann schon etwas mit dem Drehimpuls zu tun. Also ich habe ja auch schon gezeigt, wenn ein Impuls seitwärts fließt, dann bildet sich dort eine Quelle oder Senke vom Drehimpuls. Aber das ist jetzt nicht Thema in diesem Video. Nun, jetzt zeige ich, wenn man also mal diese Impulsstromgeschichte begriffen hat, kann ich jetzt zeigen, wie man Kräfte bildet. Kräfte sind also keine objektivierbaren Größenkräfte, sind reine Attribute. Und ich glaube, hier liegt eine der größten Schwierigkeiten beim Kraftbegriff. Man ordnet der Kraft einfach viel zu viele Eigenschaften zu. Die Kraft ist eine rein gedachte Größe in der Mechanik, die man sich denkt, wenn man einen Körper freischneidet. Ich zeige das jetzt mal bei diesem Klotz hier. Zeigt den Klotz noch einmal und dann fließt ja hier ein Impulsstrom raus. Und die Stärke dieses Impulsstromes, bezogen auf das System, gibt dann den Kraftpfeil. Wenn nämlich Impuls rausfließt, dann zeichnen wir einen negativen Kraftpfeil, wobei die Stärke dieses Pfeils der Stärke des Impulsstromes entspricht. Wenn dann dieser Impulsstrom, das heißt, es passiert ja praktisch gleichzeitig, in den Wagen eintritt, dann zeichnen wir einen positiv gerichteten Kraftpfeil, natürlich immer bezogen auf die von uns gewählte positive Richtung. Dort, wo der Impuls seitwärts fließt, aber immer noch aus dem Körper heraus, zeichnen wir dann hier den negativ gerichteten Haftgleittreibungskraftpfeil.
Und bezogen auf den Wagen ergibt dann das wieder einen positiv gerichteten Kraftpfeil. Die beiden Kraftpfeile zusammen bilden dann das, was im dritten Newtonschen Axiom postuliert wird, nämlich Aktion gleich Reaktion. Nun, die vertikal zeigenden Pfeile oder die vertikal weisenden Pfeile, die gehören nicht zur X-Impulssorte, die gehören dann zur, sagen wir, Z-Impulssorte und sind hier nicht impulsstrombildend enthalten. Wenn man also die ganze Impulsstromgeschichte zeichnen will, braucht man eben drei Bilder. Ich habe das auch schon gezeigt. Nun, fassen wir zusammen. Physikalisch, oder wie soll ich sagen, realistisch ist eigentlich Impuls und Impulsstrom. Das ist das, was wirklich passiert in der Natur. Und was wir uns dabei erfinden, das sind die Kräfte. Kräfte sind also reine attributive Größen, die wir einem Körper zuschreiben, sobald wir ihn freischneiden. Das heißt, jeder, der in eine Zeichnung einen Pfeil hineinzeichnet und sagt, das ist eine Kraft, der macht eigentlich keine saubere Sache, sondern Kräfte entstehen erst durch Freischneiden, indem man ein System abgrenzt und dann sämtliche Impulsströme als Kraftpfeile in die Zeichnung hineinbringt. Die Gewichtskraft ist dann eine Ausnahme, das hat jetzt aber in dieser Zeichnung noch nichts zu suchen. Die Gewichtskraft ist dann eine Impulsquelle, das habe ich hier auch schon gezeigt. Nun, man kann also wirklich dem Impulsstrom folgen und dann sieht man hier Impulsstrom raus, Impulsstrom rein, Impulsstrom raus, Impulsstrom rein, dann Impulsstrom raus, Impulsstrom rein. So entstehen die Kräfte, wobei man für jedes System eine eigene Farbe nehmen sollte, wenn man schon mit Farben arbeitet, denn die Systeme sind dann eigentlich die Vektorräume zu den zugehörigen Kräften. Soweit zur Problematik Impulsstrom und Kraft. Also, der Kraftbegriff stammt eben aus der Punktmechanik, aber wenn wir hier wirklich das wahre Leben auf der Erde verstehen wollen, dann kommen wir nicht darum herum, in Impulsströmen zu denken und erst dann sekundär Kräfte zu generieren. Eine andere Geschichte ist das Flüssigkeitsbild. Man kann mit dem Impulsstrombild eben sagen, wo der Impuls durchfließt, wo er beginnt, wo er aufhört, aber was man eigentlich weniger gut verstehen kann, ist, wie viel Impuls enthält ein System. Und dafür habe ich das Flüssigkeitsbild kreiert. Im Flüssigkeitsbild zeichnet man einen riesigen See, das ist die Erde, denn die Erde ist ein riesig großer Speicher für Impuls, aus dem wir ja immer Impuls nehmen oder wieder Impuls abführen. Wenn jetzt die Lok anfährt, dann entzieht sie eben der Erde Impuls und ein Teil dieses Impulses fließt zum Wagen. Nun, wir zeichnen im Flüssigkeitsbild jetzt nicht die Geometrie, sondern die Struktur, die dynamische Struktur. Im Flüssigkeitsbild wird die Lok zu einem Gefäß, zu einem zylinderförmigen Gefäß und ebenso auch der Wagen wird zu einem Gefäß. Die Grundfläche des Gefäßes entspricht der Masse und die Füllhöhe in diesem Bild entspricht der Geschwindigkeit, der momentanen Geschwindigkeit des Systems. Und der Impulsstrom bleibt dann ein Strom. Also wir pumpen hier aus der Erde Impuls in die Lok hinein und dieser Impuls geht dann praktisch mit Schallgeschwindigkeit. Gut, bei den Puffern ist es ein bisschen komplizierter, aber sonst praktisch mit Schallgeschwindigkeit in den Wagen. Dadurch steigt das Niveau und es wird immer mühsamer, Impuls aus der Erde in Lok und Wagen zu pumpen. Wir haben also hier eine dynamische Struktur, das heißt, wir machen eigentlich eine Transformation, eine gedankliche Transformation von der Translation auf die Gravitation. Im Flüssigkeitsbild kann man wirklich fast alles überlegen, mit Ausnahme der Geometrie. Aber für die Geometrie muss man eine konkrete Zeichnung machen und dort dann
die Impulsströme einzeichnen und daraus kann man dann die Kraft- oder Schnittbilder ableiten. Nun, ich möchte da noch ein bisschen eingehen auf das Flüssigkeitsbild. Ich habe es hier noch einmal skizziert, das ist also die Masse der Lok als Grundfläche dieses Gefäßes, die Masse des Wagens als Grundfläche dieses Gefäßes und die momentane Geschwindigkeit des Wagens und somit auch der Lok, das ist die Füllhöhe. Nun schauen wir uns mal den Impulsinhalt an. Der Impulsinhalt eines Körpers ist einfach Grundfläche mal Höhe, also Masse mal Geschwindigkeit. Ich verzichte hier auf den Index x. Es ist klar, es gibt einen x-Impuls, einen y-Impuls und einen z-Impuls, aber wir arbeiten im Moment ja nur mit einer Komponente. Dann können wir sagen, wenn die Lok jetzt Impuls aus der Erde pumpt, dann geht das hier hinein in die Lok selber und ein Teil geht an den Wagen. Man könnte jetzt hier den Luftwiderstand noch einzeichnen und dann hier noch einen Impulsabfluss an die Luft markieren. Nun können wir die Impulsbilanz bezüglich der Lok formulieren. Dazu gehen wir über in die Kräftedarstellung und sagen, der Zufluss, das ist dann eine positive Kraft. Übrigens, die Kraft ist die Hafttreibungskraft. Die Hafttreibungskraft beschleunigt eigentlich den Zug. Und der Impulsabfluss, das ist dann immer noch mit vorgestelltem Wagen, das ist dann die Kraft des Wagens, die ist dann negativ gerichtet, weil es ein Impulsabfluss ist. Die Summe aller Kräfte, das gibt dann die Änderungsrate des Inhaltes. Und die Änderungsrate des Inhaltes kann dann geschrieben werden, weil der Impuls selber ist ja Masse mal Geschwindigkeit, nämlich kann geschrieben werden als Masse mal Änderungsrate der Geschwindigkeit und das nennen wir Beschleunigung. Nun, die Beschleunigung ist erkennbar als Steig- oder als Sinkgeschwindigkeit des Flüssigkeitsspiegels. Also im Flüssigkeitsbild wird die Geschwindigkeit zu einer Länge und die Beschleunigung zu einer Geschwindigkeit und somit besser vorstellbar. Eine Beschleunigung kann man sich eigentlich durch Beobachten gar nicht vorstellen. Also wir haben hier die Impulsströme, wir können dann die Impulsbilanz formulieren, das ist das Grundgesetz von Newton, ich gehe dann über von Stromstärke auf den Begriff Kraft, der ja vertrauter ist. Wir können aber im Flüssigkeitsbild noch eine zweite Ebene betrachten. Wir können eigentlich von Prozessleistung reden. Was macht eigentlich das Antriebssystem der Lok? Das Antriebssystem der Lok führt eben eine Leistung zugemessen in Watt. Und die Leistung ist wie in der Hydraulik einfach Pumphöhe mal Stromstärke. Und Pumphöhe ist jetzt hier die Geschwindigkeitsdifferenz und die Stromstärke ist jetzt dieser Impulsstrom aus dem Boden. Nun, wenn wir hier nämlich mit Leistung von Kraft argumentieren, dann bekommen wir schon Argumentationsschwierigkeiten, weil der Impulsstrom an der Schnittfläche zwischen Rad und Schiene hat noch gar keine Energie. Da unten haben wir reine Hafttreibung. Und dann im Rad wird durch die Rotationsbewegung wird dann dem Impuls Energie zugeführt, eben Geschwindigkeitsdifferenz mal Impulsstromstärke, wobei hier die Geschwindigkeitsdifferenz direkt gleich der momentanen Geschwindigkeit ist, weil wir den Impuls aus der Erde holen. Wenn man aber bei einem Auflaufstoß zum Beispiel die Leistung in den Puffern rechnet, dann kann man effektiv die Geschwindigkeitsdifferenz der Wagen nehmen und dann die sogenannte Pufferkraft, der durchfließende Impulsstrom. Nun, in der Systemphysik kennen wir auch das Karlsruher Energieträgerkonzept, in dem wir eben einem Impulsstrom einen Energiestrom zuordnen, nämlich einfach die Geschwindigkeit von der Erde aus gesehen mal die Impulsstromstärke, die hier durchgeht. Das hier ist eine rein buchhalterische Sache und das hier ist ein echter Prozess. Diese Leistung muss dann irgendwoher kommen. Nun, wir können im Flüssigkeitsbild auch noch die kinetische Energie erkennen. Nehmen wir hier die Lok.
Die kinetische Energie der Lok, das ist die Energie, die freigesetzt wird, wenn die Lok dann abbremst. Das ist nichts anderes als der gesamte Impulsinhalt der Lok im Moment, mal die mittlere Fühlhöhe. Denn wenn die Lok bremsen würde, dann würde dieser Impuls ja im Durchschnitt von der halben Geschwindigkeit her hinunterfließen. Das nehmen wir hier Impulsinhalt mal halbe Geschwindigkeit der Lok oder des Wagens, und wenn man das umformt, gibt das natürlich m halbe mal v Quadrat, die bekannte Formel. Also das Impuls, das Flüssigkeitsbild beinhaltet die Impulsbilanz, also die ganze Newton-Geschichte, und auch noch die Energiebetrachtung. Und Erfahrung zeigen, dass viele Leute, die Physik lernen oder lernen sollten, eigentlich immer ein großes Durcheinander machen zwischen Kraft und Leistung und Energie. Und da kann man diesem Bild diese zwei Ebenen sauber gegeneinander abgrenzen. Es gibt eben eine Impulsbetrachtung mit dem Grundgesetz und Kräften und so weiter. Es gibt eine Energiebetrachtung im Sinne einer buchhalterischen zweiten Ebene. Nun, wenn der Zug rückwärts fährt, dann, das sieht man jetzt hier am Rauch, dann ist beim Anfahren rückwärts, sinkt ja dann das Niveau im Flüssigkeitsbild unter den Spiegel der Erde als See. Und weil man dann Impuls aus dem Wagen herauspumpen muss, nämlich von einem tiefer liegenden Spiegel auf einen höher gelegenen, muss die Lok eben Energie zuführen. Also der Impuls muss aus dem Wagen und aus der Lok, die im Moment negative Geschwindigkeit haben, an die Erde abgepumpt werden. Das ist wie wenn man eine Baugrube vom Grundwasser leer pumpen müsste. Deshalb haben wir hier zwar eine negative Beschleunigung, die Beschleunigung ist auch hier negativ, aber wir haben eine Energie, die wir zuführen müssen, wir haben also eine momentane Leistung. Wenn dann die Lok rückwärts fahrend bremst, dann fließt der Impuls von selbst unter Energiedissipation oder etwas präziser unter Entropieproduktion, fließt der Impuls in die Lok und in den Wagen zurück. Man kann sich das im Flüssigkeitsbild vorstellen, wie wenn eine Baugrube dann mit Grundwasser gefüllt wird. Das geht ja auch von selbst, da wird ja dann Energie freigesetzt. Nun, soweit zu diesem Bild. Und dieses Bild habe ich jetzt in einem animierten, an einer Flash-Animation abgebildet. Also wir sehen hier oben die Lok mit den Impulsströmen und mit der Rauchfahne. Also wenn die Rauchfahne da ist, dann arbeitet die Lok, und die Rauchfahne zeigt dann ja auch noch die Bewegungsrichtung an. Unten haben wir das Flüssigkeitsbild, also jetzt wird Impuls hineingepumpt, jetzt geht der Impuls wieder raus, freiwillig. Jetzt fährt die Lok rückwärts, jetzt geht der Impuls rausgepumpt, jetzt geht er schon wieder rein und so weiter. Es geht ein bisschen schnell. Also da kann man sehen, wie der Impuls fließt an den Pfeilen, also rein, raus, stopp und jetzt raus. Unter Energiezufuhr rein, unter Energieabgabe, kann man hier schön sehen in diesem gravitativen Bild. Und hier wird dann noch angezeigt, wann die Lok arbeitet. Ich kann das hier noch einmal zeigen. Jetzt wird Energie zugeführt im Rückwärtsfahren, jetzt wird Energie abgeführt. Und jetzt kommt die Vorwärtsfahrt, Energie wird zugeführt und Energie wird abgeführt. Nun, wenn man die Füllhöhe im Flüssigkeitsbild in Funktion der Zeit darstellt,
dann bekommt man das Geschwindigkeitszeitdiagramm. Und ich habe schon ein paar Videos gemacht und erklärt, dass man kinematische Probleme zwingend in diesem VT-Diagramm erklären sollte. Wieso das? Die Geschwindigkeit ist ja dann unmittelbar erkennbar, damit eben auch das Füllniveau im Flüssigkeitsbild, das hat etwas damit zu tun, wie viel Energie man pro Impuls aufwenden muss. Dann kann man anhand der Steigung erkennen, wie groß die Beschleunigung ist. Also die Steigung hier, das ist dann hier die Steiggeschwindigkeit, das ist die Beschleunigung. Die Beschleunigung ist beim Anfahren vorwärts positiv, beim Bremsen rückwärts ist die Beschleunigung negativ. Beim Anfahren rückwärts ist die Beschleunigung negativ und beim Bremsen rückwärts ist die Beschleunigung positiv. Das ist mathematisch exakt, aber das widerspricht dem, was wir in der Umgangssprache sagen. In der Umgangssprache bezeichnen wir diese Phase hier als Beschleunigen, diese Phase hier als Bremsen, diese Phase hier als Ruhezustand und diese Phase bezeichnen wir als Beschleunigen und die hier als Bremsen. In der Umgangssprache argumentieren wir eben mit der Energie, die wir aufwenden müssen oder die wir theoretisch zurückbekommen. In der Physik, also in der Mechanik, mit dem Grundgesetz von Newton oder der Impulsbilanz, argumentiert man eben mit dem Impuls und mit der Geschwindigkeit als Vektor. Und das ist der große Unterschied. Aber wenn man sich die drei Bilder, ich habe ja nur zwei Bilder, also das Impulsstrombild, das Flüssigkeitsbild und dann daraus abgeleitet das Schnittbild, wenn man diese drei Bilder kennt und beherrscht, dann wird man nie mehr einen Fehler machen in der Mechanik.